Thome für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Frau Wagner, Sie haben gesagt, Ihr Vorschlag sei insofern neu, also soziale und Klimaaspekte gleichermaßen berücksichtige. Nun, es gibt einen Entwurf von Seiten des Ministeriums, des BMJ, der ebenfalls beide Aspekte berücksichtigt, und wir werden das ja dann, sobald die Beratungen in Ausschüssen beginnen, auch zu diskutieren haben. Im Energiekonzept der Bundesregierung vom September 2010 heißt es: Die energetische Sanierung des Gebäudebestands ist die wichtigste Maßnahme, um den Verbrauch an fossilen Energieträgern nachhaltig zu mindern. Nun, um diese Sanierung wirklich zu fördern, um Anreize zu setzen, brauchen wir auch flankierende Maßnahmen im BGB, im Mietrecht. Es liegt hier seit November vergangenen Jahres ein Referentenentwurf zur Novellierung vor, der in Kürze debattiert werden wird. Nun, es gibt da in der Tat einige Übereinstimmungen zwischen Ihrem Entwurf und dem Entwurf der Bundesregierung, sodass ich glaube, dass wir in den Beratungen auch zu vielen Punkten Übereinstimmung kommen werden. Ein Punkt ist, dass energetische Sanierungsmaßnahmen grundsätzlich von den Mietern geduldet werden sollen. Wir wollen das erreichen, damit der Klimaschutz bei der Interessenabwägung zwischen Vermieter und Mieter eine Rolle spielen kann. Dadurch können gewünschte energetische Sanierungsmaßnahmen, die der Energieeinsparung dienen, von Mietern nicht ohne weiteres aufgehalten werden. Sondern, und das ist der zweite Punkt, wir wollen darauf hinwirken, dass Modernisierungsmaßnahmen zwar nicht mit dem Einwand finanzieller Härte aufgehalten werden können, dass aber in einer zweiten Stufe bei der Kostenumlage dieses Argument eventuell zum Tragen kommen kann. Eine Mieterhöhung ist im Zug von Modernisierungsmaßnahmen nur dann ausgeschlossen, wenn sie für den Mieter oder seine Familie eine außergewöhnliche Härte bedeuten können. Das heißt also, wir wollen, dass der Klimaschutz bei dieser Interessenabwägung eine stärkere Rolle spielt, als das bislang der Fall ist. Ich glaube, dass wir da auch durchaus zu einem Konsens finden können. Einen Punkt allerdings, den Sie in Ihrem Antrag fordern, werden Sie in unserer Vorlage nicht finden, nämlich die Absenkung der Modernisierungsumlage von 11% auf 9%. Wir sind der Meinung, dass sich die 11%-Regelung bewährt hat, dass sie nicht angetastet werden sollte. Und wir glauben auch, dass sie einen ausgewogenen Ausgleich zwischen Mieter- und Vermieterinteressen darstellt. Denn auch der Mieter soll ja von solchen Sanierungsmaßnahmen profitieren, dadurch, dass seine Heizkosten, dass die Nebenkosten sinken. Deswegen glauben wir, das ist ein gerechter Ausgleich, den wir hier finden. Und vor allem denken wir, dass eine Absenkung auf 9% ein falsches Signal wäre, weil es den Anreiz zur Durchführung von Sanierungsmaßnahmen eben nicht erhöht, sondern senkt, weil die Zeit für die Refinanzierung der Investitionsmaßnahme sich verlängern würde. Wir glauben, dass es im Interesse des Klimaschutzes sinnvoll ist, die 11%-Regel beizubehalten. Ein Punkt findet sich in Ihrem Antrag, dass der Mieter auch dann ein Minderungsrecht haben sollte, wenn Vermieter gesetzlich vorgeschriebene Energieeffizienzstandards für den Gebäudebereich nicht umsetzen. Nun, da sollte man jetzt als Zivilrechtler einen Blick auf Sinn und Zweck der Mietminderungsmöglichkeit lenken. Mietminderungen sind im BGB immer dann möglich, wenn die Mietsache einen Mangel aufweist, der die Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache aufhebt oder mindert. Das ist aber nicht der Fall, wenn nur Energieeffizienzstandards nicht eingehalten werden, die sich auch ändern können. Eine Mietminderung wäre nur dann möglich, wenn Vermieter und Mieter im Mietvertrag vereinbart haben, dass der Vermieter die Mietsache an sich ändernde Energieeffizienzstandards anpassen muss. Nur dann wird der Vermieter auch sagen, dann will ich aber auch die Miethöhe anpassen. Das kann also für den sozial schwachen Mieter auch eine Härte darstellen, die ihn treffen würde. Deswegen bin ich auch der Meinung, das sollten Sie unter sozialen Gesichtspunkten nochmal überdenken, ob dieser Vorschlag wirklich die richtige Gewichtung zwischen Klimaschutz und sozialer Ausgewogenheit darstellt. Soweit sich
Ihr Antrag mit dem des Städtebaus befasst, setzen wir auf unsere Strategie fördern, fordern, informieren und Marktkräfte stärken. Wir haben als Ziel formuliert, dass wir ab 2020 klimaneutrale Bauweise erreichen wollen. Dabei setzen wir aber nicht auf Zwang, sondern auf Anreize, während Sie in Ihrem Antrag die Energiewende durch Zwangsmaßnahmen befördern wollen. Das ist nicht unsere Herangehensweise. Zum Beispiel haben Sie hineingeschrieben, die zwangsweise Einführung von Energiesparstandards im Gebäudebereich oder verpflichtende bedarfsorientierte Energieausweise. Wir glauben, dass das nicht zum Ziel führt. Interessant ist, dass Sie in Ihrem Antrag, und damit komme ich auch zum Schluss, sehr vorsichtig mit dem bereits von der Bundesregierung beschlossenen Gesetz zur steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung umgehen. Warum sind Sie da so vorsichtig? Das ist auffällig. Sie wissen, dass es darauf auch auf den Bundesrat ankommt. Und hier ein auch mahnendes Wort. Die Rot-Grün-Länder sind hier die Blockierer. Und wir sind sehr gespannt, wie bei der nächsten Runde des Vermittlungsausschusses Anfang Februar sich die Bundesländer verhalten werden. Da kommt es auch sehr darauf an, da wird es auch die Stunde der Wahrheit schlagen, ob Rot-Grün es mit der Energiewende im Gebäudesanierungsbereich wirklich ernst meint. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Beck. Sehr gerne, Herr Kollege Beck. Da ich im Gegensatz zu Ihnen das große Vergnügen habe, mit diesem Ausschuss anzugehören, würde ich wissen, was das für eine merkwürdige Strategie der Bundesregierung ist, in den Vermittlungsausschuss zu gehen, ihn anzurufen und dann keinerlei Angebot an die Länderseite zu machen. Sie wissen genau, dass die Länder angerufen haben, weil sie gesagt haben, in bestimmten Kommunen und in manchen Ländern können wir, wenn wir die Schuldenbremsen einhalten wollen oder wenn wir noch in der kommunalen Selbstverwaltung bleiben wollen, haushalterisch, einen Ausgleich für die Steuerausfälle brauchen. Da haben Sie aber bislang keinen einzigen Cent als Angebot auf den Tisch gelegt. Also wenn man ein Vermittlungsausschussverfahren einleitet, muss man den anderen ein Angebot machen, nachdem das Gesetz einmal schon durch den Bundesrat gefallen ist. Wir wollen das im Ergebnis, aber Sie müssen den Kommunen helfen, die in der Zwangsverwaltung sind, und den Ländern helfen, die die Schuldenbremse anders nicht schaffen. Ich denke, Herr Kollege Beck, dass Sie hier auch verschiedene Punkte zusammenwerfen. Es ist so, dass beide Seiten im Vermittlungsausschuss Angebote unterbreiten müssen. Warten Sie gespannt ab, was Anfang Februar auf unserer Seite vorgelegt werden wird. Aber auch Rot-Grün muss zeigen, dass es in diesem Punkt, der hier angesprochen worden ist, Bewegung gibt, dass die Länder, auch die, deren Regierung Sie mitbilden oder bilden, hier Bewegung zeigen. Und das ist der Punkt, den ich angesprochen habe, wo Rot-Grün auch zeigen kann, ob es hier bereit ist, sich zu bewegen. Auf beide Seiten kommt es an. Erwarten wir einfach ab, was Anfang Februar sich ergibt. Wir werden gespannt gucken, was von Ihrer Seite hier Herr Kollege, zu sehen ist. Ihre Redezeit ist schon abgelaufen, aber der Kollege Mücke möchte auch noch eine kurze Erläuterung dazwischen schieben. Er kann eine Zwischenbemerkung machen. Herr Kollege Mücke. Was ist denn los? Herr Kollege Tommy, stimmen Sie mir zu, dass der Klimaschutz, der gerade auch für die grüne Fraktion sehr wichtig ist, eine gesamtstaatliche Aufgabe ist und dass es deshalb nicht nur die Aufgabe der Bundesregierung sein kann, für die steuerliche Förderung dieser energetischen Gebäudesanierung zu sorgen, sondern dass es vielmehr auch eine Aufgabe der Länder und der Kommunen ist? Herr Kollege Thome, Sie könnten doch mit einem kräftigen Ja zu dieser Zwischenfrage jetzt Ihre Rede beenden, denn Ihre Redezeit ist ja abgelaufen. Ich sehe schon, dass das Minuszeichen bei mir am Pult. Ich kann das nur unterstreichen, was Kollege Mücke gesagt hat. Das ist eine gemeinsame Aufgabe von uns, von uns allen, von Bund. Von Bund und Ländern daran mitzuwirken. Alle Seiten haben daran mitzuwirken, Bund und Länder. Und ich hoffe, dass im Vermittlungsausschuss im nächsten Monat, Anfang Februar, hier ein Ergebnis erzielt werden kann, an dem auch Rot-Grün mitzuwirken hat. Vielen Dank.